Herzlich willkommen, liebe Gäste. Seid mein Gast bei der Stadtführung Asmus Bremer führt durch das alte Kiel. Wir starten hier heute im Welcome Center, gehen dann zum Asmus Bremer Platz, weiter zum Holstentor Richtung am Holstenfleet, besuchen den alten Markt und zum Abschluss sind wir in der Nikolaikirche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Führung. Hallo liebe Kieler, hallo liebe Gäste aus aller Welt. Mein Name ist Asmus Bremer, den Kielern vielleicht bekannt, den anderen nicht so bekannt. Hier sitze ich als Altbürgermeister von Kiel. Von 1702 bis 1720 saß ich am Rathaus, früher am Alten Markt. Dort war das Rathaus. Geboren bin ich in einer Familie, die einen Wein- und Branntweinhandel hatte. Liebe Gäste, hier ist das Holstentor oder hier war früher das Holstentor. Das Holstentor hat die Altstadt von der sogenannten Neustadt abgeschieden. Die Bürger, die alteingesessenen Bürger saßen, wohnten alle in der Altstadt. Die wurde zu eng und musste man in die Neustadt ausweichen. Mein Vaterhaus war hier in der Nähe des Holstentors. Mein Vater war, wie gesagt, Wein- und Branntweinhändler. Ich konnte zur Uni gehen. Rechtswissenschaft studieren. Hier sehen Sie den alten Markt. War früher das Zentrum der Stadt. Heute ist er auch noch das Zentrum der Stadt mit im Hintergrund der Nikolaikirche. Dort gegenüber stand das alte Rathaus. Gleich gegenüber die alten persianischen Häuser. Aus einem Versuch einer Handelsverbindung nach Persien und nach Russland. Einen asiatischen Raum eben halt herzustellen. Was war auf dem alten Markt los? Einerseits natürlich der normale Handel, die Wochenmärkte und so weiter. Aber besonders wichtig war er für den Kieler Umschlag. Der Kieler Umschlag, wie gesagt, 1431 gegründet, war zuerst ein Geldmarkt oder vorrangig ein Geldmarkt. Was heißt Geldmarkt? Früher gab es ja nicht so Banken so, sondern der Adel oder der Bürger hat einen Kredit aufgenommen bei einem Kreditnehmer und man hat den Kieler Umschlag, den Zeitpunkt des Kieler Umschlags im Februar, hat man als Rückzahlungs- oder Auszahlungstermin festgelegt. Neben diesen Geldgeschäften wurden auch natürlich Schausteller, Theateraufführungen, Gaukler und natürlich das, was wir heute auch aus dem Kieler Umschlag kennen, natürlich auch die Fressbuden, die Versorgung sozusagen der Bevölkerung, einerseits mit Essen, andererseits mit Spiel und Tanz und Unterhaltung. Hier sind wir in der Nikolaikirche, die älteste Hauptkirche in Kiel, kurz nach der Stadtgründung angefangen zu errichten. Ich möchte Sie auf die Kanzel hier hinter mir weisen von Theodor Allers. Theodor Allers war ein Barockbildhauer. Diese Kanzel wurde 1704 sein letztes Werk, was er errichtet hat. Und worauf ich auch noch hinweisen will, ist, dass es in der Stadt damals im Mittelalter bis zum 18., 19. Jahrhundert gab es das Zunftwesen. Das Zunftwesen war zum Beispiel der Schuster, wie mein Großvater, der konnte nur eine bestimmte Menge sozusagen produzieren, damit alle in der Zunft von einem Auftrag eben halt profitieren können. Und im Gegensatz dazu gab es die sogenannten Hofkünstler. Theodor Allers war ein Hofkünstler und der konnte so viele Gesellen anstellen, wie er wollte, je nach Auftrag. Wenn er viel zu tun hatte, konnte er so viel anstellen, wie er wollte und war nicht an die Zunft
Gesetze und Verpflichtungen gebunden. Das Privileg wurde ihm vom Herzog, nämlich von Christian Albrecht eben halt verliehen, der ja auch 1665 die Universität gegründet hat. Liebe Gäste, vielen Dank, dass Sie bei der virtuellen Stadtführung Asmus Bremer führt durch das alte Kiel mit dabei waren. Gerne zeige ich Ihnen alle Stationen und ausführliche Informationen zu meiner Amtszeit als Kieler Bürgermeister in einer Führung vor Ort. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.